Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4. So, heute müssen wir natürlich jetzt noch die Zimmer umgestalten, ne? Von Carlos und Carla. Maria. So, was hier natürlich raus muss. Was habe ich eigentlich sonst noch im Haushaltsinventar? Spielmatte, der Bewegungsüberwacher. Oh, das könnten wir eigentlich... Dusche könnten wir austauschen. Und die hier hin machen. So, dann machen wir da noch eine Wand hin. Und die lassen wir natürlich auch anzeigen. So. Dann würde ich da vielleicht den Wäschekorb hinmachen. Und dann machen wir zwei Lampen aus dem Ganzen hier. So. So, und dann würde ich da noch einen Wäschekorb. Da haben wir unten welche. Kropri. Machen wir den erstmal nur dahin. Gucken, was wir da sonst noch hin machen könnten. Schauen wir mal. So, aber eigentlich wollten wir ja hier das Zimmer machen, ne? So, Bett kommt weg. Das kommt weg. Das Poster kommt weg. Der kommt natürlich weg. Die kommen weg. Und das kommt weg. So. Den machen wir auch mal weg. Und bei ihr hier natürlich genauso, ne? Das Projekt kommt weg. Das da kommt weg. So, Tapeten. Wir brauchen Tapeten. Irgendwas Schickes. Das würde ich ja fast mal hinmachen. Vielleicht andere Farbe. Machen wir das. Das gefällt mir besser. Und er hier... Was kriegt er dann? Kriegt er das hier. Sieht auch nicht schlecht aus. Betten braucht man natürlich in beiden Fällen. So, sie kriegt ja so ein bisschen Meeresfeeling oder sowas.
Was kriegt er? So. Die machen wir da dichter dran. Schreibtisch braucht er auch noch, ne? Machen wir das so. Dann können wir da nämlich noch einen Schreibtisch hinmachen. Irgendwas Schickes. So, ein Stuhl dazu. Oh, Stuhl dazu. Und natürlich einen coolen PC. Gerade ob ich da mache ich das, glaube ich, besser da ganz dran. Und dann können wir den so hinstellen. So. Was hat er denn für Bilder an der Wand? Das da. Das ist eher was für die Dame drüben, die eher so ein bisschen kunstorientiert ist. Geld haben wir genug, naja. An Geld soll es ja nicht scheitern. So, das finde ich eigentlich ganz okay. Informationsschild. Poster Teenager Idol. So, und dann braucht sie natürlich noch auch einen Schreibtisch. Logischerweise. Level 10 der Polizeikarriere. Kriegt sie den Zeichentisch? So, natürlich auch einen passenden PC dazu. Da bräuchten wir auch eine Art Teppich oder irgendwas drunter. Der ist gut. Passt doch farblich ganz gut rein, würde ich sagen. Gefällt mir. So, sie kriegt natürlich auch eine Staffelei. So rum. So, dann kann sie da nämlich malen. Und auch sie braucht natürlich was für an die Wand, ne? Aber sie kriegt dann eher so Kunst.
Hoppala. So war das nicht gedacht. Haben wir noch was in der Art? Machen wir mal so. Das Poster. So, das Bild noch. Reicht eigentlich auch. Pflanzen könnten wir noch irgendwo hin tun, ne? Bei beiden wohlgemerkt. So. Nachttische wären auch nicht falsch. Bei ihr zumindest. Beim Dings weiß ich nicht, ob das so hinpasst. So, da können wir natürlich auch Lampen oder irgendwas draufstellen. Beleuchtung. Genau die hier. So. Deko. Briefe von Herzen. Die können da auch drauf. Farbmuster. Ja, machen wir auch mal hin. So. Da brauchen wir auch noch ein bisschen Pflanzen als Deko. So ist besser. Gefällt mir farblich besser. So. Sehr schön. Dann haben wir da auch wieder ein paar schicke Zimmer, denke ich. Machen wir da auch noch einen. Nein, lassen wir den Nachttisch weg. So, sehr gut. Sehr gut. Hat die Fitnessfähigkeit erworben. Sehr gut. Was machst du denn gerade? Wie hast du jetzt die Fitnessfähigkeit erworben? Du willst chatten. Achso, das hier ist übrigens dein Bett, ne? Und das hier... Ja, du bist das... Carlos. So. Dann würde ich sagen, darfst du aber hier oben auch mal ein bisschen trainieren, meine Liebe. Mach du mal energiegeladenes Training. Und du bist ja sowieso der Sportdude, ne? Ach so, du musst dann schlafen. Du wirst eher hungrig.
Ach so, beanspruchen ist das ja. Beanspruchen ist okay. Und danach darfst du dir mal was zu essen holen. So, wie sieht's bei euch aus? Verstreu du mal Futter, dass du deine Zusatzaufgaben schon gemacht hast. Ja, sehr gut. Zusatzaufgaben abgeschlossen. Sehr gut, Carlos. So, die drei müssen wir mal ein bisschen sportlicher kriegen. Er beansprucht das Bett und danach kann er dann auch mal ein bisschen Krafttraining hier machen. Dass die drei mal ein bisschen was von den Rippen kriegen. So. Der Markt von Finchwick hat begonnen. Okay. Michelle liebt die Partystimmung. Dann könntest du eigentlich noch ein bisschen Party machen. Du leg dich bitte mal richtig schlafen. Du hast bestimmt jetzt zwei Gitarren im Inventar, ne? Nee. Gar keine mehr. Wir hatten die ganzen Gitarren jetzt. Aha. Jips. Er hat eine, okay. Du darfst noch mal ein bisschen Lieder singen. So. Und wo ist die zweite? Jobangebot ablehnen. Wir brauchen keinen Job. Wir hatten die zweite Gitarre von euch. Carla hatte doch immer eine im Inventar. Oder hat sie die irgendwo hingestellt? Wenn ja, ist natürlich die Frage, wo? Da. Darfst du wieder ins Inventar stellen? Nehmen. So, mit Karl plaudern. Du darfst hier mal ein verspieltes Gemälde machen. Hat die Fitnessfähigkeit erworben. Das ist sehr gut. Michelle, hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Tut mir leid, ich kann leider nicht. Ich muss arbeiten. So, sie fängt mal an mit der Malfähigkeit. Was können wir bei dir eigentlich noch leveln? Fitness. Du bist glücklich, weil Thermostat wärmer gestellt wurde, ja. Logik. Du könntest noch ein bisschen Logik machen, mein Lieber. Das wäre auch nicht so verkehrt, ne? Und danach darfst du dich dann auch mal noch irgendwann schlafen legen. So. Ist ja gut, wenn die Kiddies Spaß am Sport haben. Vorsätze fassen. Oh, das müssen wir noch machen. Vorsätze fassen. Palingo. Mehr Auswahl, Vorsatz fassen. So. Ein Bestreben, Meilenstein, einen Partner finden. Finde einen festen Freund. Wir machen Fähigkeit verbessern. Aha. So, bei ihm machen wir auch mal Fähigkeit verbessern wahrscheinlich. Mehr Auswahl, Vorsatz fassen, auch eine Fähigkeit verbessern. So, Karl. Was für einen Vorsatz hast du? Ein Buch schreiben. Werde innerhalb von 7 Tagen fit. Machen wir mal. Ist eine kleine Herausforderung.
So, was für einen Vorsatz fasst du denn? Hoppala, so war das nicht gedacht. Steh mal auf, meine Liebe. So. Mehr Auswahl. Vorsatz fassen. Du kannst ein Buch schreiben. So, und was für einen Vorsatz fasst du? Mehr Auswahl. Vorsatz fassen. Du musst zur Arbeit gehen. Machen wir auch eine Fähigkeit verbessern. Markham! Ah, Yibs! Und du solltest zur Arbeit gehen. Mein Lieber. So, Vorsatz gefasst, Vorsatz gefasst. Sehr gut, das haben wir aber bei allen erledigt. Bist du noch müde? Nee, du nicht. Du warst müde, ne? Ja, sie hatte eine Menge Spaß, das ist okay. Michelle ist zur Arbeit, mit Verspätung, aber er ist zur Arbeit. Singen üben. Mach du das mal. Emily denkt darüber nach aufgrund... Oh, gibt's wieder Probleme, dass da wer Hunger hat? Hattest du keine Eier verstreut? Oh, und du musst aufs Klo. Musst aufs Klo. So, meine Liebe, du darfst hier nochmal Schüssel füllen. Die darfst du entfernen. Das darfst du auch noch entfernen. So. Du wirst müde, du kannst dich da mal schlafen legen. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.